Hallo, mein Name ist Andi, ich bin aus dem Münchner Club. Für die, die gestern in dem Vortrag von Pylon waren, mit den, ob ihr noch alle Tassen in eurem Schrank habt, da wurde so hervorgehoben, dass es beim Easter Egg 2010, also vor 10 Easter Eggs, nicht ganz 10 Jahren, mehr als 10 Jahre, ja, Videomitschnitte gab. Ja, da war ich dran schuld. Das führte dann dazu, dass man in dem Jahr dann 2010 dann auch auf der SMP einen Workshop eingereicht hatte und ja, in den Leuten, die man da getroffen haben, haben wir dann im Jahr drauf das VOG gegründet. Und ja, wie das halt immer so spielt, also ist alles miteinander verwoben, auch beim Easter Egg. Genau. Fangen wir einfach mal los mit einer kleinen Motivationsfolie. Weiß irgendjemand, was diese Zahl bedeutet? Welches Entity die repräsentiert? Oder was das für ein Entity ist? Also auf dem Slide sind es gleich drei verschiedene IDs, die aber alle dasselbe Entity bezeichnen. Hat irgendjemand eine Idee? Also bitte laut schreien oder geht an ein Mikro. Wir haben, nee, es ist keine Postleitzahl. Wir haben hier ein Mikro und da ein Mikro. Ihr könnt aber auch laut rausschreien. Erinnert mich nur dran, wenn ich es vergesse zu wiederholen. Hier war der Vorschlag Vereinsregister CCC. Nein, tatsächlich nicht. Nee. Also nichts mit dem Bundestag, sonst ist es ganz, ganz trivial. Hat jetzt vielleicht jemand eine Idee, was es sein könnte? Also wir sehen schon, das ist eine andere Art von ID. Mehr dazu gleich, aber wir sehen, das hat irgendwas mit der ARD zu tun. Und das ist wohl vom Typ Publisher. Also nee, das kann nicht depubliziert werden in dem Fall. Tatsächlich, weil es ist ja ein Publisher, ja, also eine Welle. Ja, also, und hier haben wir noch die dritte ID, da wird dann klar, was es ist. Mir hat nur die Zahl recht gut gefallen, deswegen hatte ich das genommen. Genau, aber damit ist eigentlich der Vortrag schon beendet, weil ihr seht, Integers sind blöd, man sieht ihnen nichts an. Aber den Gag haben wir im Intro-Vortrag schon gehabt, deswegen geht es natürlich weiter. Genau, Disclaimer, das ist jetzt kein Security-Vortrag oder irgendwie sowas. Also kein Zerforschungskontent, wie manche schon vermuteten. Ich bin Systems Engineer, das heißt, ich beschäftige mich mit verteilten Systemen in der IT. Und da stellen wir uns immer die Frage, was nehmen wir denn als primäre ID von dem Inhalt? Und da ich auch im CCC mit dem Zeug zu tun habe, vor allem eben im VOG, media.cc.de, bin ich gerade einer der wenigen Leute, die sich darum kümmern, dass es da weitergeht und um die Software, die dahinter das bereitstellt. Und ja, ich nehme zwar hier jetzt ein Beispiel aus dem CCC-Kontext, konkret Vorträge. Generell funktioniert es aber überall in jeder Domäne. Es ist nur jetzt hier, weil wir hier auch auf einer CCC-Veranstaltung sind, dieses Beispiel so gewählt, wie es gewählt ist. Genau. Auch was aus dem Vortrag von gestern. Also Pylon hat immer so schön erzählt, wann welches Programmplanungssystem benutzt wurde. Das erste eigenständige Software, die man im CCC dafür entwickelt hat, war eben Pentabath. Das wird auch jetzt immer noch eingesetzt. Also die FOSDEM in Brüssel setzt es heute noch ein, oder im Januar. Und ich habe sie mal gefragt, wie lange wollt ihr denn das noch einsetzen? Macht Sinn, dafür noch Patches einzureichen? Und sie meinten, ja, sie versuchen es rauszubringen. Also vielleicht nächstes Jahr noch nicht, aber übernächstes Jahr, dass wir uns da verabschieden können. Und hier sehen wir auch schon ein paar IDs. Ich weiß nicht, ist es groß genug? Wir können auch noch ein bisschen reinzoomen. Also wir haben einmal eine Konferenz, ja, an der alles hängt. Das ist das Root-Objekt da drin. Wir haben ein Event, das hat eine ID, wieder ein Integer. Und dann haben wir da drunter auch noch mal ein paar Meta-Informationen. Da haben wir eine zweite ID, den Slug, wobei der jetzt noch weniger eindeutig ist. Ja, also der funktioniert hier bei dieser Pentabath-Instanz nur für diese eine Konferenz. Keine Ahnung, ob die jedes Mal den Slug Keynote benutzen. Und ja, wir verstecken sich noch ein paar andere IDs da drin. Kommen wir nachher noch drauf. Aber wenn ihr es jetzt schon seht, könnt ihr auch gerne reinrufen, welches Entity wir jetzt vergessen haben, eine ID zu geben. Weiß es denn jemand? Nee. Okay, da kennt sich jemand aus, der Raum. Genau. Genau, das war Pentabath. Wie gesagt, nur Integer-IDs. Das hat man mit FRAP, spätestens mit der Einführung des Schedule-JSON-Formats, dann gemerkt.
hier wieder rausgezoomt, ja. Also hier links habt ihr mal so einen kompletten, in dem Fall das Camp 2019, Shadowlux.ml bis zum Welcome Event. Und hier sehen wir, neben ganz vielen Timestamps, also ISO 8601, was auch eine gute Idee ist, aber darum geht's nicht in diesem Talk, es geht um IDs, haben wir jetzt hier eine zusätzliche ID fürs Event eingeführt. Und zwar, ich mal's am besten einfach mal an, haben wir hier jetzt die Geo-ID. Ja, das ist eine UUID. Microsoft hat das auch Geo-ID genannt. Also manche benutzen Geo-ID nochmal anders, aber ist im Prinzip alles das Gleiche. So ein String, in dem Fall jetzt mit Minusen getrennt, kommen wir nachher nochmal genauer drauf ein. Aber auch hier haben wir wieder weitere IDs. Also zum einen sehen wir, die Slugs sind hier schon globaler geworden. Also da ist jetzt steht schon noch ein bisschen was davor, vor dem Slug. In dem Fall jetzt auch wieder die ID der Konferenz, was die hier als Akronym bezeichnet wird, die seltsamerweise hier jetzt auch einen großen Buchstaben hat, was für Slugs eigentlich unüblich ist, aber da war anscheinend keine Validierung drin, als die Konferenz angelegt wurde. Und dann haben wir hier unten noch eine weitere ID, also tatsächlich wieder eine URL, ja, in der hier hinten auch wieder IDs drinsteckt. Und das ist jetzt soweit kein Problem, also beim Camp wurde noch alles im Wrap geplant. Das sieht dann ungefähr so aus. Also wir haben verschiedene Systeme. Hier vorne irgendwie das Wrap selber. Dann haben wir dann einen Export. Ob der jetzt ein eigenes System ist, der Webserver, der den statischen Schedule liefert, keine Ahnung. Aber der hat jedenfalls eine Schnittstelle, eben XML, später eben auch JSON dazu. Und dann haben wir als WOG wieder verschiedene Systeme. Einmal unsere Streaming-Webseite, aber auch den Tracker und dann wieder media.cc.de mit der Webseite, die da dranhängt, die das auch wieder verarbeiten. Ja, und auch da gibt sich natürlich immer die Frage, was nimmt man denn als primäre ID dafür her? Und in dem Fall haben wir einfach die Geo-ID genommen. Und genau da ist uns das auch irgendwie bei den Räumen, haben wir es ja vorhin schon gehört, mehrfach auf die Nase gefallen. Die Konferenzorganisatoren sind irgendwie auf die Idee gekommen, ach, in dem Raum müssten wir jetzt noch in Klammern dazu schreiben, in welchem Gebäude der ist oder sowas. Wir hatten die Streaming-Webseite aber schon konfiguriert, ja, und gesagt, okay, Raum A hat Stream 5 oder sowas. Und in dem Moment, wo den Raum umbenannt haben, war unsere Config an der Stelle wieder kaputt und wir mussten an jedes einzelne System ran und schauen, ja, wie gehen wir denn da um? Ja, und ja, man kann, ich, genau. Und das ist jetzt, wie gesagt, noch das einfache System, ja. Wenn wir uns den 3603 anschauen, da waren das irgendwie, ich zähle jetzt gar nicht mal nach, aber an die 10 verschiedene Quellsysteme für Events auf dieser Veranstaltung, ja. Self-organized Sessions, die teilweise im Wiki eingetragen wurden, wo ich Skripte pflege seit über 10 Jahren, die das da rausziehen und in dieses strukturierte Format hier bringen, wo man sich auch irgendwie eine ID ausdenken muss, weil das Wiki da keine passende mitliefert und dann wird plötzlich so ein Vortrag im Wiki verschoben oder so eine Session. Ist das noch die gleiche Session? Ist es eine andere? Alle so Dinge, mit denen man sich da auseinanderschlagen muss. Und was wir hier hinten auch nochmal sehen, wir hatten dann viele Pre-Talks-Instanzen, was jetzt das dritte System ist für Fahrplanung, die wir so haben. Und die haben die alle frisch aufgesetzt. Und wir hatten den Pre-Talks-Entwicklern gesagt, ja, wir bräuchten irgendwie auch so Integer-IDs zur Rückwärtskompatibilität. Und die haben natürlich immer bei Null angefangen zu zählen. Das heißt, in dem Moment, wo ich die verschiedenen Fahrpläne zusammengemerged habe, gab es 5 Vorträge mit der ID 10 oder sowas. Ja, also, ja, damals hatte ich dann gesagt, okay, ich mach so ein Prefix da vorne hin, ja, so ein Offset. Das heißt, ich nehme 100 für die erste Konferenz in der Hoffnung, dass nicht mehr als 100 Vorträge in der Instanz angelegt werden. Das habe ich auch beim Wiki gemacht und das war irgendwie dann, beim Camp hat es total gekracht, also da haben sich die, auch meine generierten IDs total überschrieben, weil ich natürlich am Anfang der Konferenz nicht abschätzen konnte, wie viele Self-Organized Sessions werden denn jetzt eigentlich in dieses Wiki eingetragen. Und ja, ich habe jetzt leider vom 36.3 kein Diagramm explizit, sondern deswegen musste ich dann die nächste Veranstaltung, die jetzt kein Kongress ist, aber sowas Ähnliches, wir haben es LC3 genannt, wo dann natürlich wieder viel komplizierter wurde. Also hier in der Mitte ist irgendwie der Haufen von Python-Skripten, die das Zeug zusammenmergen. Wir haben versucht, die Interfaces zu den anderen Systemen gleichzuhalten. Und ja, okay, in dem Jahr ist dann hier unten auch schon ein Hub dazu
gekommen, dazu später mehr. Der hat auch nicht mehr so unbedingt nur mit uns als Vox was zu tun, sondern das ist eigentlich eine eigene Gruppe im CCC. Kommt nachher noch. Und dahinter haben wir halt alle möglichen Clients, Fahrplan-Apps, iOS, Android, die natürlich verschiedene Systeme haben, teilweise nochmal eigene Systeme, die nochmal Zwischendinge machen. Sowohl Nutzer auf MediaCC.de als auch auf MediaCC.de, wo du auch immer zwischen den Vorträgen verlinken musst, ja, und ist denn der Vortrag, solange er im Real Life ist, also unsere Voraufzeichnung sozusagen, ist es die gleiche ID, ist es das gleiche Entity wie dann die fertige Aufzeichnung und ja, genau. Teile von diesen Problemen haben wir in Pre-Talks dann auch schon gelöst, also es ist, das ist der aktuelle Stand an der Stelle, ich zoome mal wieder rein, weil es ist, weiß nicht, wie gut man es hier auf dem Beamer lesen kann. Also hier sieht man, wie man vorhin in den Kommentaren schon gesagt hat, der Raum hat jetzt eine GUID. Und damit kann ich alle Filter in der Streaming-Webseite oder sonst irgendwas jetzt auf diese ID beziehen und muss nicht mehr den Namen des Raumes als ID nehmen. Ja. Auch das hat sich momentan noch nicht in allen unserer Systemen durchgeschlängelt. Vor allem, dann war ja wieder die Frage, ja, wer ist denn jetzt das führende System bezüglich Räume? Ja, bei so einem RC3 kann ich mir Räume im Hub anlegen, dann ist eigentlich da sozusagen das führende System. Ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich den Pre-Talks in den Raum angelegt habe? Wie fließt die ID aus dem Hub zum Pre-Talks? Die ersten Versionen sahen so vor, ja, die GUID wird einfach automatisch ausgefüllt, wenn ich den Raum im Pre-Talks anlege. Dann sind leider die Tests fehlgeschlagen, weil die haben halt einen Raum angelegt, der plötzlich jeweils dieselbe GUID hatte. Und weil wir es endlich gemerged haben wollten, war halt in dem Fall, wir nehmen die automatisierte Generierung raus und kümmern uns darum, dass da IDs eingetragen werden. Und was jetzt gerade dazu führt, wenn wir jetzt nicht keinen Hub haben oder sowas, dass immer noch 5 Tage vor dem Event oder einen Tag jetzt hier uns auffällt, da die GUIDs sind nicht ausgefüllt und wir dann wieder zu den Organisatoren rennen müssen und trag doch mal in das Feld da unten was ein. Das hat schon Sinn, dass das da ist und das wäre ganz nett. Ja. Das ist jetzt gerade der Vortrag, den ihr gerade hört oder die Aufzeichnung davon. Ja. Eigentlich wollte ich als Titel nur die IDs nehmen, bis dieses Content-Team auf mich zukam und sagte, das ist ein bisschen kurz. Es gibt leider im Pre-Talks kein Untertitelfeld, deswegen ist das jetzt Teil des Titels hier. Wir sehen aber, dass das Pre-Talks selber tatsächlich intern eine eigene Random-ID an der Stelle hat, ja, die wir aber momentan bis auf der URL des Talks im Planungssystem nirgends verwenden. Und das hier hatten wir ja vorhin schon. Ja. Also ich habe jetzt hier in dem Easterhack Pre-Talks-Instanz, die wahrscheinlich danach gelöscht wird. Oder keine Ahnung, ob sie vorher noch archivieren. Ich hoffe doch mal. Hat mir extra vorhin einen Workshop dazu. Aber hier war ich zum Beispiel die ID 14. Also was sich dann aber auch im Slack widerspiegelt. Ja, wie weit man das in Zukunft noch in den Slack reinschreibt, die IDs, müssen wir uns überlegen. Ich wäre eigentlich dafür, sie wegzulassen, aber ja. Genau. Ich habe jetzt immer über diese UIDs gesprochen. Was ist das eigentlich? Da gibt es natürlich eine RFC dafür, gibt verschiedene Versionen und man sieht immer diese Minusse dazwischen. Das ist tatsächlich irgendwie, bei der ersten Version hat das tatsächlich Sinn ergeben. Für die folgenden Versionen haben sie es einfach die Minusse gelassen, damit man weiß, das ist eine UUID, einfach weil man diesen 128-Bit-Zahl hier schon direkt sieht. Aber es hat nicht mehr keine Bedeutung mehr, wo die Minusse drin sind. Ja. Ich benutze meistens die Version 5, ja, das ist einfach ein SHA-1-Hash in einem gewissen Format. Manchmal benutzt man auch die Version 4 für eine zufällige UUID. Und die sind gerade tatsächlich dabei. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die jetzt irgendwie in den Final Draft letzten Monat veröffentlicht hat, weitere Versionen zu definieren. Also da gibt es dann eine Version 7, eine 6, Version 6, 7, 8. Und dann gibt es auch noch eine Maxi-UUID, die sie das erste Mal wohl vergessen haben. Ja. Tatsächlich benutzt werden beim FRAP, also man kann in der UUID sieht man eben an, was die Version ist. Beim FRAP sehen wir hier, das ist eine Version 4, ja? Also es ist eine zufällige, random-based UUID. Pre-Talk selber, da ist es tatsächlich Version 5, das heißt Pre-Talk hat intern innen drin gar keine extra Spalte für die UUID, sondern das wird einfach aus diesem Hashwert, den ich vorhin gezeigt habe, dieser zufälligen ID, die man in der URL sieht, generiert. Kann man so machen, ja.
Kommen wir nachher noch drauf. Gut, gibt es bis dahin schon irgendwann Fragen, Verständnisfragen, irgendwas Teil? Also für uns, die Frage war, hat die Versionsnummer der UID eine semantische Bedeutung für uns? Nein, also für im Media speichern wir die einfach ab als ja, eigentlich ist es die primäre ID und diese Local ID, die im Slack primär steckt eigentlich nur im Slack, aber und in den Text, aber sonst eigentlich nirgends. Also man kann sie in die Suche eingeben und findet dann auch den Vortrag. Aber woher die Versionnummer kommt, hat jetzt für rein für Media keine Ding. Ja. Ja. Die Frage, eine Rückfrage zu den verschiedenen Zeiten in der UUID 1. Tatsächlich, ich habe die UUID 1 nie benutzt, deswegen habe ich mich nie damit beschäftigt. Grundsätzlich war das die Idee sozusagen, dass man jetzt für eingehende Pakete zum Beispiel denen immer eine ID gibt und das sozusagen Eintrittszeitpunkt oder eine ID-Quelle ist immer auch oft die Zeit, ja, damit man halt auch, wenn man nach der ID sortiert, das gleich in der chronologischen Reihenfolge hat. Wobei das halt immer so ein Problem ist, wenn du plötzlich verschiedene Systeme hast, die unterschiedliche Uhren haben und die Details, ja, darauf gehen wir jetzt hier nicht direkt ein, aber ja. Genau, also hier hat man auch die Anmerkung, das sind die verschiedenen Teile vom Timestamp, ja, also sind da entsprechend sortiert. Und wie gesagt, das haben sie dann eben auch mit der in der neueren Version hier, gibt es tatsächlich auch einen, der einfach die Unix-Epoch 1:1 nimmt, wenn einem das lieb, ist wohl vielen Leuten lieber. Sie haben tatsächlich, also diese Arbeitsgruppe hat sich tatsächlich 30 verschiedene Implementierungen von UUIDs angeschaut aus der Industrie und sicher halt dann das Beste davon rausgesucht und das auch nochmal standardisiert. Ja. Weitere Fragen? Dann machen wir weiter. Genau, jetzt habe ich mich gefragt, okay, was nehmen wir jetzt von mir als CDE? Ja, was auch so ein bisschen eine Umfrage oder eine Recherche gemacht, was machen die Leute da draußen für IDs? Und das ist jetzt primär irgendwie so Medien, keine Ahnung, wie ich da reingeraten bin, aber ist der Fokus gerade falsch? Da zum Beispiel ist mir so eine ID untergekommen, ja, wir sehen wieder einen Slug, ja, der ist Teil der ID, aber gleichzeitig hat sich es wohl durchgesetzt, dass man tatsächlich die rohe ID immer hinten hinschreibt, sodass, wenn die Autoren den Artikel umbenennen, den Slug ändern, man diese verschiedenen Slugs, die der Artikel jeweils mal hatte, nicht mitdenken muss. Ja, aber ich sehe hier jetzt nicht direkt, wie die ID generiert wird. In dem Fall konnte ich nachschauen. Ja, es ist eine Postgres-Funktion, die das tatsächlich aus der Millisekunden rausrechnet. Und in dem Fall halt ein Custom-Alphabet, ja, was halt die UUID, okay, das war halt aus einem Argument, wenn man hört, warum nimmt ihr da keine UUIDs? Ja, die ist ja so lang, ja, weil sie zur Basis 16 irgendwie dargestellt wird. Muss man natürlich nicht, ja, man kann sie natürlich auch binär darstellen, steht auch der RFC so drin, in der RFC steht, okay, die String-Repräsentation von der UUID should be hex, ja, aber man kann natürlich jedes andere Alphabet auch nehmen, also bekannt ist wahrscheinlich Base64, das ist nur ein bisschen blöd für URLs, deswegen gibt es hier unten eine URL-Safe-Variante, die keine Slashes enthält. Ist aber nicht, ich finde es nicht wirklich schön, ja. YouTube macht es trotzdem, aber eine andere Variante, die wir vorhin gesehen haben, war eben dieses Base62, wo man die hinteren zwei Zahlen weglässt. Gibt dann irgendwie auch Base58, das ist wohl bei Flickr und irgendwo in diesem Bitcoin-Universum üblich. Das sind dann die O's in den verschiedenen Schreibweisen und Nullen draus, dass man sie eben, wenn man sie diktiert, sich nicht irgendwie das Falsche vorliest oder sowas. Ja. Aber im Prinzip, man kann auch UUIDs wunderbar in solchen kürzeren Strings darstellen, indem man einfach pro Symbol mehr als nur dieses 0 bis F benutzt. Ja. Und teilweise gibt es auch ganz Custom-Alphabete. Also in der Scheiße ist mir hier irgendwie das wohl das Alphabet, das Wein benutzt hat, warum auch immer. Ja. Genau. Die passende RFC für die gibt es natürlich auch wieder. Also die Base64 URL-Saves sind zum Beispiel RFC 4648, wo es so ein bisschen erklärt wird. Ja. Was?
Nochmal bitte. Na, 128 Bit, ja, also ich habe jetzt, genau, also die Frage war, wie kurz kann man diese IDs, so eine UID denn bringen? Ja, eine UID hat 128 Bit und dann, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet an der Stelle, aber es wird schon schön kurz, wenn du nicht nur 16 verschiedene Varianten pro Symbol unterbringst, sondern dann halt 58, 62, was auch immer du halt benutzt als Basisding. Es gibt auch Leute, die haben tatsächlich irgendwie mit Unicode ganz lustige Dinge gemacht, aber das finde ich jetzt nicht sinnvoll, weil dann hast du plötzlich wieder, also ja, ich möchte nicht in Unicode abdriften an der Stelle. Ja. Weitere Fragen? Ich möchte das jetzt mal so zusammenfassen, wie ich es sehe. Im Grunde genommen habt ihr Schwierigkeiten mit kurzen Identifier gehabt, weil dieser Beispiel, 10. Vortrag und so weiter, mit Merge knackt. Wo sind wir denn jetzt weiter? Ich sehe jetzt einfach nur eine unglaublich lange Zahl. Natürlich, die Stitcher, long, 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 hin, 128 Bit und verschiedene Darstellungen dafür. Aber das, wir sind eigentlich genau jetzt an dem Punkt, richtig? Genau, also... Wir haben eine kurze Zusammenfassung vom Talk gerade in der Frage gehört. Genau, verschiedene Darstellungen. Wir haben, das ist die Iteration an der Stelle. Ja, wenn man jetzt frisch anfangen könnte, würde man es natürlich anders machen. Für mich ging es jetzt einfach nur die Basis darzulegen. Ja, und jetzt kommt dann so ein bisschen, was die anderen, was man denn sonst so machen könnte und was so gemacht wurde an der Stelle. Ja. Ja. Genau. Was mir dann noch aufgefallen ist, ist tatsächlich üblich. Hier zum Beispiel irgendwie URLs aus Slack, dass man in die IDs tatsächlich den Typen mit reinschreibt. Ja, die eine Variante ist, du machst halt so einen einzelnen Buchstaben vorne hin. Also hier sieht man zum Beispiel, das ist irgendwie ein Team-ID, die vordere, und dann eine File-ID. Wäre vielleicht auch eine Idee, wenn man was Frisches macht. Bei anderen Medienunternehmen ist es mir so aufgefallen, die haben immer eine 1-Punkt vorne dran stehen. Und da hatte ich irgendwie Zugriff auf jemanden, der das CMS bei denen kennt und meinte, ja, das macht das eingekaufte CMS so. 1 sind Artikel, 5 sind Bilder, was auch immer. Und was mir dabei auch noch aufgefallen ist, die haben auch nochmal ganz andere Artikel, jetzt ein bisschen klein, ja. Aber da sieht man, dass statt der 1 plötzlich ein DPA. Ja, und was die tatsächlich machen ist, wenn das ein externer Artikel ist, also hier eine Meldung, die halt einfach nur von extern reinkam, die dann auf der Webseite wiedergegeben wird, dann schreiben die tatsächlich in die öffentliche URL die externe ID rein. Ja? Und das ist an der Stelle auch wieder eine URN. Sie haben aus irgendwelchen Gründen, ich glaube, Windows-Nutzer mögen keine Doppelpunkte, deswegen ersetzen die durch Minuse. Ja, das anders dargestellt. Und genau, an der Stelle kläre ich jetzt kurz mal, was ist das eigentlich? Ja? Was ist eine URN, was ist eine URI, was ist eine URL? Nur das Beispiel von vorne hin. Also das obere und das untere sind beides URIs, also Unified Resource Identifiers. Und da gibt es dann verschiedene Untermengen davon. Das obere ist tatsächlich ein Unified Resource Locator, also eine URL, die ihr in eurem Browser eingeben könnt, die tatsächlich einen physischen Ort, der aufgelöst werden kann, direkt, ohne dass man noch irgendwo nachfragen muss, bezeichnet. Unten sieht man eine andere Art von URI, eine URN. In dem Fall, die muss man sich eigentlich registrieren, also diesen ARD-Namespace da vorne, da muss man eigentlich eine RFC schreiben oder an Diana rangehen und sagen, hey, ich möchte sicherstellen, dass niemand anders dieses Namespace-Ding nimmt. Aber gefühlt in den letzten 5 Jahren haben das die Leute nicht gemacht. Sie haben einfach, auch hier, ja, tatsächlich sich einfach einen Buchstabenkürzel ausgedacht und sagen dann, das ist jetzt unser Namespace an der Stelle. Ja, es gibt da hier ist so ein Beispiel für so eine Namespace, also konkret den wir hier sehen. Ja, wir sehen hier, da steht NewsML als Namespace mit drin. Das ist so ein Beispiel, wie man es als RFC definiert. Und da, wenn man da reinschaut, stellt man fest, okay, es besteht aus folgenden Teilen, ja, die Provider-ID, eine Date-ID, eine News-Item-ID und ein Revision-ID-Update, wobei das letzte optimal ist. Und kurzer Ding, weil ich es nur so absurd fand an der Stelle, ja, also hier ist diese UN von dem Slide vorher wieder. Ich habe mich gefragt, warum steht denn da bei allen Artikeln 2009-01-01 dran? Ja, das kann doch nicht richtig sein an der Stelle. Ja. Also es muss doch irgendwie so ein Publikationsdatum oder sowas sein. Und dann sucht man noch ein bisschen nach und stellt fest, ja, da gibt es so ein PDF und da ist halt definiert, dass sie
dass es tatsächlich so sein soll. Ja, für die DPA, die benutzen einfach dasselbe Datum an der Stelle. Und wenn man nochmal weiterliest in dieser RFC, dann steht da drin, also gefühlt ist es so wieder Dead by Committee. Ja, es könnte ja sein, dass dpa.com jemand aufkauft. Ja, und deswegen müssen wir in die ID, damit es ja eindeutig ist, noch das Datum reinschreiben, wann die Domain der Ding gehört hat. Ja, aber dann wird aber so eine lange ID wieder da draus für ein Ding, was eigentlich kürzer sein sollte aus meiner Sicht. Weil man muss ja nicht jedes Mal dieses, wenn man eine ID jemanden zuruft, dieses Datum mit dazu sagen. Ja, keine Ahnung, warum die DPA das so ausgelegt hat. Wenn ihr da mehr wisst, gerne dazu. Ich lese es aus der RFC so raus, dass es eigentlich so das Publikationsdatum des Artikels oder sowas hätte sein sollen. Aber Einschub zu an der Stelle. Genau, und dann sucht man weiterhin und landet man in dem Fall jetzt wieder exemplarisch auf so einem Namespace, der nicht bei der IANA registriert ist, zumindest nicht, dass ich es gefunden hätte. In dem Fall jetzt irgendwie LinkedIn, die haben sich rausgenommen, LI als Namespace zu nehmen. Keine Ahnung, wie sie dazu kommen und was ihnen einfällt, aber das scheint wohl jetzt so üblich zu sein bei diesen Dingern. Aber sie haben es recht schön dokumentiert. Also hier jetzt auch wieder, haben halt den Namespace-Namen, in dem Fall LI, und danach den Entity-Typen und danach die ID. Ja, und das Muster habe ich immer mehr in APIs gesehen. Ja, also die speichern das jetzt nicht intern in ihrer Datenbank so. Wahrscheinlich da nimmst du wirklich nur den hinteren Teil der ID-Feld, des ID-Felds. Aber wenn du jetzt in der REST-API oder so eine ID abfragst, dann ist tatsächlich das Attribut, das ID heißt, ist dann oft nach dem Format. Ja, und dann habe ich nochmal, das AD-Beispiel habe ich schon genommen, habe ich auch gesucht, haben die eine RFC, habe da auch nochmal nachgefragt. Nee, das Einzige, was dann da aus der Recherche rauskommt, die IBU hat sowas mal definiert. Das ist irgendwie ein 8-Seiten-RFC, das schlicht und einfach nur sagt, ja, das Kürzel IBU gehört uns, danach kommt eine Category und danach kommt irgendwas anders, was wir dann definieren, und fragt doch bei uns nach, wenn ihr wissen wollt, wie es genauer ist. Und hier ist unsere Adresse, wo ihr nachfragen könnt oder sowas. Also vielleicht reicht das auch, ja. Vielleicht, wenn ich mal Zeit habe und diesen RFC-Prozess besser verstanden habe, kopiere ich mir die vielleicht mal und hole mir da mal die CCC. Wer weiß, ja, auf was auch immer wir dann machen wollen, ja. Genau, für MediaCCD habe ich am Ende einfach Folgendes gemacht. Ja, wir hatten eh schon dieses LUX, ja, hier auch noch mit einem Fragment hinten dran, um irgendwie einzelne Tonspuren, in dem Fall jetzt die deutsche Sprache mit den englischen Untertiteln, zu einem gewissen Timestamp zu referenzieren. Da wird jetzt einfach auch die UUID unterstützt, wenn man den Slug nicht kennt. Das redirectet dann einfach weiter. Und tatsächlich das Einfachste für die kurzen IDs war dann schlicht und einfach so ein Prefix-Matching zu machen. Also wenn ihr einen konkreten Talk aufrufen möchtet und es ist nur genau genug, dann könnt ihr das hier auch einfach benutzen, um in irgendeinem Post auf ein Ding weiterzuleiten, wenn ihr nicht so viel Platz habt an der Stelle. Wir haben tatsächlich auch nochmal, also die Technische Informationsbibliothek Hannover archiviert nochmal oder lädt unsere Vorträge, die wir so auf MediaCCD haben, auch nochmal bei sich im Portal hoch und gibt ihnen dann auch der DOIS, also das ist so ein globaler Identifier, Digital Object IDs heißt das, glaube ich, vor allem im Archiv- und Bibliotheksbereich. Dafür haben wir inzwischen halt auch ein Feld, wo man diese DOIs in MediaCCD in der API dann mit ankündigen, aber auch, wenn sie denn ausgefüllt ist in der GUI. Das Problem war nur, die haben mir immer eine Mail geschickt mit einer Excel-Datei, wo diese DOIs drin stand. Und auf der Frage, ob ich da nicht eine JSON-API haben kann, sagt sie, ja, sie machen JSON-LD demnächst. Und irgendwie ein halbes Jahr später kam dann eine Antwort-E-Mail mit, ja, wir können jetzt JSON-LD, hier ist eine Beispielanfrage. Und das, was da rauskam, war dann aber ein XML, wo dann ein JSON-LD mit HTML-Encoded-Ding innen drin war. Und ich habe dann noch versucht, zu überzeugen, dass es für Listen keinen extra Standard braucht, sondern dass JSON eine Liste nativ mit drin hat. Sie meinte aber, nee, das braucht einen Standard. Und für diese Listenstandard gibt es eben nur XML, warum auch immer. Ja. Wird die Demo hier auch direkt für die URL auf MediaCCC supportet? Die Frage war, wird der DOI auch direkt für die MediaCCC-URL supportet? Nein, bisher nicht. Also du landest, wenn du die DOI eingibst, oder die URL-Form der DOI, erstmal bei der TIB und da ist dann unten ein Link auf die MediaCCC-Seite. Ja. Genau. Ich habe auch versucht, sie zu überzeugen, dass sie direkt, ja, wenn ihr AV-Portal nicht mehr online ist, dass sie direkt einfach unsere URL mit reintun haben. Sie haben ja nicht so viele Entwickler, um das dann umzusetzen, soweit ich das verstanden habe oder sowas. Ja. Und wenn wir gerade bei URLs sind, dieses T559, was ich da angehängt habe, um an einen gewissen Zeitpunkt zu springen, dafür gibt es tatsächlich auch eine W3C, ich glaube, es ist eine technische Richtlinie, TR, genau, MediaFrags.
Und ich glaube, momentan unterstützen wir nur eine Sekundenvariante, aber wenn ihr irgendwo mal so eine App baut oder ihr könnt das tatsächlich auch einfach im Browser benutzen. Ja, ihr könnt an jede MP3, MP4-Datei sowas anhängen und euer Browser-Player springt dann direkt an die Stelle. Genau, da hier ist nochmal Details dazu und in welcher Reihenfolge, aber eigentlich ist alles vollkommen klar. Gut, gibt's hier dann nochmal Fragen zu dem Blog? Bin gefühlt viel schneller, als ich sein wollte, aber naja. Also die UI, da könnte es ja mehrere geben, wenn jetzt mehrere Archive die Videos noch bei sich jeweils vorhalten. Die Frage war, die DOI, gibt es dann mehrere DOIs pro Entity, wenn verschiedene Archive das machen? Das müsste ein Bibliothekar-Archivist beantworten, ob sich die irgendwie abstimmen, damit dieselbe DOI pro Entity. Keine Ahnung, ja. Du hast eigentlich wie bei einer OED, also bei einer Unternehmer, du hast einen hierarchischen Unternehmensraum, wo du einen Unternummernraum als Präfix delegierst an eine Organisation, die dann wieder dafür verantwortlich ist, die nicht wieder zu verwenden. Ja. Also ich weiß nicht, wie die genau Alias definieren. Auch da wäre es natürlich sinnvoll, dass du als, wenn du so ein Verzeichnis pflegst, auch Alternate Identifier zusätzlich mit anbringst, so wie ja unsere ID da auch mit dranhängt, sozusagen im Archivdatensatz. Aber das wäre eh meine Empfehlung, ja. Und das kommt jetzt im nächsten Kapitel auch nochmal dazu. Macht euer Datenbankschema so, dass es mehrere IDs beinhalten kann an der Stelle, ja. Genau. Wieder das einfache Diagramm von der einfachen Welt, wie es irgendwie vor 10 Jahren war, mit nur einem Programmplanungssystem und eine einfache Pipeline. Wir sind jetzt wieder beim LC3, ja, und es gibt plötzlich so die mehrere, ja, jede Channel hat im Zweifelsfall sein eigenes Programmplanungssystem und jetzt gibt es plötzlich die Anforderung, ja, der Vortragende hat das jetzt in A-System eingeführt, aber ich möchte es irgendwie in System B rüberbringen, ja, und ich habe jetzt als Orga natürlich keine Lust, die ganzen IDs, die ganzen Felder von Feld zu Feld copy zu pasten, können wir da nicht irgendwie ein Import-Export-Ding machen. Ja, und wir hatten dummerweise zum Beispiel so einen Eintrag aus dem CCV-Frap, der jetzt in einen Pretox gehen soll. Und da hat sozusagen, ich habe dann angefangen, einen JSON-Schema zu machen für ein Austauschformat, um halt mal diese verschiedenen APIs, die Programmlogsysteme natürlich selber zusätzlich noch hatten, so Scheduled XML, mal zu vereinheitlichen, einheitliches Vokabular zu benutzen, bis ich dann halt an den Punkt gekommen bin mit dieser GeoID. Ja, also ich hatte ja vorhin gesagt, bei Pretalks wird die GeoID einfach aus der internen ID abgeleitet. Da fehlte jetzt sozusagen das External ID-Feld, weil ich möchte eigentlich, dass derselbe Vortrag, der schon mal eingereicht war in unserem Universum, dann auch die GeoID die ganze Zeit behält. Ja. Und da muss ich demnächst noch wahrscheinlich nochmal einen Pull-Request für Pretalks machen an der Stelle, damit man das da umsetzen kann oder den Pull-Request voll fertig machen an der Stelle. Aber das heißt, da ist so ein bisschen das Learning, führt, wenn ihr eine ID generiert, denkt auch daran irgendwie, dass ihr vielleicht nicht das führende System seid und führt ein External ID-Feld mit ein und benutzt dann auch diese ID, anstatt euch eine neue Geo-ID aus irgendeiner anderen Quelle zu generieren. Ja, an sich dasselbe Problem haben wir mit Personen auch nochmal. Da gibt's auch ein, zwei Prototypen, wie man Personen-GeoIDs macht, aber da wird's halt personenbezogen. Ja. Aktueller Entwurf ist so ein bisschen, man nimmt sich die einzige Person-ID, die wir momentan in diesem Planungssystem haben, ist eigentlich die Mailadresse. Aber Personen haben viele Mailadressen. Ja? Wie führst du das zusammen? Da kann Webfinger, wie es ja auch in ActivityPub und damit Mastodon und Co. sein, eine Lösung sein. Das ist einfach eine Variante, wo du sozusagen über eine HTTP-Schnittstelle abfragen kannst, was ist denn, also zum Beispiel, wenn du meine Mailadresse da abfragst, dann kann ich halt sagen, ja, mein primäre URI ist irgendwie meine persönliche Website oder sowas. Für Frap haben wir da an der Stelle jetzt umgesetzt, dass es einfach die Mailadresse als Hash gehasht rausgibt über die interne API.
tatsächlich ist es Shadow XML hängt momentan auch immer noch am FRAP. Das heißt, wenn ich da neue Felder einführen möchte oder sowas, muss ich es immer erst in FRAP umsetzen, bevor die Pretox-Entwickler das dann akzeptieren, dass es auch in das Format, in das FRAP XML sozusagen reinkommt. Wobei wir uns vielleicht auch mal als VOC überlegen müssen, dass wir das Shadow XML-Format einfach einzeln als eigenes Ding sehen und dafür ein eigenes Spec machen und auch vielleicht mal Versionsnutznummern einführen. Ja, wissen wir noch nicht genau, ob man sich das antun möchte, aber ja. Und für den Gesamtkontext haben wir uns jetzt eben diesen Hub angelacht. Hier nochmal das Diagramm vom RC3, vom ersten RC3. Für den zweiten RC3 haben wir das ein bisschen umstrukturiert. Ja, also meine lustige Skriptsammlung, mit der ich Python gelernt habe, ist jetzt langsam auch mal raus. Und es gibt jetzt diesen Hub, der sich halt die lokalen IDs jeweils merkt von der Quelle, von dem Quellsystem. Und dann halt auch untereinander diffen kann. Ja, der weiß tatsächlich, was hat sich geändert, was ist rausgefallen und sich da halt die Historie behält. Ja, es fehlte nur noch der Cronshop. Also hier war ich der Cronshop dann und musste regelmäßig, wenn sich was geändert hat, einmal auf den Button drücken. Aber ich denke, das ist das kleinste Problem, was wir bei dem Hub noch lösen müssen an der Stelle. Genau. Ja, das wäre es dann an der Stelle auch schon soweit. Ich habe noch eine Fazitfolie. Genau. Also, wenn ihr ein neues Datenbankschema macht, macht am besten gleich ein Stringfeld für den ID und kein Integer. An der Stelle, wo ihr die IDs rausgibt, schreibt am besten dazu, welches Entity es ist, am besten auch noch den Systemnamen und nimmt einfach dieses Triple als ID dafür. Macht auch gerne entsprechende IDs, aber seid euch dann bewusst, dass sich die auch nie ändern sollten, dürfen, müssen. Das heißt, auch wenn irgendjemand auf die Idee kommt, jetzt, wenn wir wieder das Publisher-Beispiel nehmen, NDR-Info jetzt in NDR24 umzubenennen oder sowas, dann wird das auch intern weiterhin NDR-Info überall heißen, auch wenn nach außen hin das anders heißt. Genau, führt External-ID-Felder ein und auch Alternate-IDs-Felder, also hier wirklich Mehrzahl. Ja, in meinen Postgres-Schemas ist das tatsächlich ein Text-Array-Feld, und baut eure APIs so, dass man da auch diese Alternate-IDs dann benutzen kann, um das Entity zu finden. Siehe auch, wenn man jetzt mehr in den LDF-Teil geht, diese Same-as-URIs, die man da auch mit einbauen kann, was ich auch nur empfehlen kann. Ja. Und wenn ihr immer noch einen Shadow XML Client habt, der noch nicht mit Geo-IDs umgehen kann, und von diesen IDs abhängt, von den alten Integer-IDs, stellt den bitte gerne um, spätestens wenn die FOSDEM-Leute ihr Pentabuff mal geupgradet haben. Ja, würde uns alle viel, viel glücklicher machen. Gut, das wär's soweit. Wenn ihr noch Fragen habt, jetzt gerne. Wir haben auch nachher nochmal einen Slot im Workshop-Raum 1.3. Das ist hinten neben der Lüt-Area, wo ihr dann auch gerne nochmal direkt mit mir, mit uns vom Bock sprechen könnt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen gesamt zu dem Ding habt. Generell, wir suchen unterm Jahr auch Leute, die Lust haben, an dieser Software mitzuarbeiten. Ja, wir auf dem Kongress oder auf einer anderen Veranstaltung, da gibt's immer genügend Engel, die uns helfen, aber unterm Jahr sind es dann doch irgendwie pro Software irgendwie nur ein, zwei Leute, die das vorantreiben. Da wären wir sehr auf eure Unterstützung angewiesen. Einstiegspunkt ist hier unten das Wiki oder kommt auf mich zu beim Hub, eben hier auch das Git-Repo vom Hub, da könnt ihr gerne auf Hey zukommen. Sobald ich es schaffe, in MediaCC auch einen Audioplayer einzubauen, gibt es dann auch nochmal zwei, drei Podcast-Folgen, die das einzelne Themen nochmal genauer erklären. Ja. Okay, dann Zeit für Fragen. Genau, am besten ans Mikrofon ranstellen, damit ich es nicht wiederholen muss. Ansonsten, ja. Also können auch Fragen zu irgendwas VOC-bezogenen oder inhaltlich zu dem sein, wie ihr wollt. Dann Backup-Slides. Das ist übrigens das Gesamt...
Ja. Ich traue mich mal, eine Frage zu stellen. Als Motivation, helft mal mit, an der Software zu arbeiten, war das vielleicht gerade nicht so produktiv? gibt es denn low-hanging fruit? Gibt es denn Sachen, die relativ einfach sind? Vielleicht magst du dazu was sagen, wenn du sagst, Leute sollen helfen kommen. Ja, also generell da am besten bei uns im media.cc.de Git-Repo schauen. Also Voctoweb heißt die Software, haben wir dahinter genannt. Die setzen auch ein paar andere Leute ein, die Freifunker zum Beispiel oder das Hack hat, glaube ich, auch noch eine Voctoweb-Instanz. Da gibt's so Good First Issues, zum Beispiel die Suche versucht schon lange so ein bisschen ein interaktives Suchformular, wenn ihr euch da mit Vue.js oder React oder was man auch immer heutzutage im Web-Ding benutzt und einfach mal so einen Designentwurf in ein interaktives Formular umsetzen wollt, das ist ein guter Good First Issue. Also dazu müsst ihr jetzt auch kein Rails kennen oder sowas. Ja, den Teil dahinter können wir dann schon auch selber umsetzen. Ja. Ansonsten mit allem, also die gesamte VOC-Software ist offen. Ja, doch, insgesamt alles. Da gibt's auch jeweils Issues. Könnt ihr welche anlegen, aber natürlich auch welche in Pull-Requests umwandeln oder gleich einen Pull-Request machen für ein Feature, das ihr so findet. Okay. Das ist jetzt so das Gesamtsystem, die Systemübersicht von, das wir im Box so haben. Es gibt tatsächlich auch auf der Wiki-Seite, die ich vorhin verlinkt habe, diese Art Wiki-Seite, ein Video, was so ein geführter Systemrundgang durch diese Systeme sind. Also, wenn jetzt hier draußen, typischerweise seht ihr jetzt nur hier draußen irgendwie die Streaming-Webseite, oder media.cc.de. Und da sieht man so ein bisschen die verschiedenen Schnittstellen und zu jeder von diesen Schnittstellen, also das Ding hier zum Beispiel, ja, gibt's dann auf dieser Wiki-Seite entsprechende Dokumentation. Media.cc.de selber hat tatsächlich, das war jetzt nicht das, was ich haben wollte, hat tatsächlich inzwischen auch eine GraphQL-API. Wer da noch Lust hat, am Schema mit weiterzuarbeiten, gerne gesehen. Ja, und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, kommt einfach uns zu oder auf mich zu. Wahrscheinlich am besten, wenn es schnell gehen soll, über Mastodon. Mail kann man mir auch schreiben. Ja, genau. Wenn keine weiteren Fragen sind, würde ich es damit einfach belassen. Kommt gerne zu diesem Workshop-Raum, wenn ihr noch weitere Fragen habt, die ihr jetzt nicht so öffentlich stellen möchtet in der Aufzeichnung. Und dann sage ich vielen Dank.